Ja, hallo meine lieben GeoLeben TV-Zuseher und Freunde, schön, dass du wieder hier mit dabei bist, um dir einfach wichtige Informationen zu deiner selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Gesundheit zu holen. Ich habe ja beim Video, ob Erkältungen nun in der Kälte entstehen, schon darauf hingewiesen, dass bald Tipps zur natürlichen Hilfe und Vorbeugung bei Erkältung und Grippe folgen werden. Was du ganz einfach und schnell für dich tun kannst, das erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, meine Lieben, immer wieder mal erkältet und krank, dann versuche es doch einfach mal mit folgenden Zutaten, die da wären. Nämlich ein Esslöffel Kurkuma-Pulver, natürlich in Bio-Qualität, und 100 Gramm Bio-Honig. Warum denn nun Kurkuma und Honig? Wir wissen ja, dass Kurkuma gegen Viren, Bakterien und auch bei Pilzen ein sehr, sehr gutes Mittel ist und durch seine antioxidative und eben auch entzündungshemmende Kraft auch ein wunderbarer Schutz für das Immunsystem ist. Sowie eben auch der Honig. Honig ist sowohl auch antioxidativ, desinfizierend, und Honig schmeckt nicht nur im Tee, sondern ist ein echter Virenkiller. Stärkt das Immunsystem, hilft bei akutem Reizhusten und einer aufkeimenden Erkältung. Wenn du den Honig in deinen Tee gibst, sollte das Getränk zuvor ziemlich abkühlen, da ja schon bei einer Temperatur von ungefähr 40 Grad die heilenden Enzyme im Honig einfach zerstört werden. In einigen Studien zeigte sich ja Honig als sehr, sehr effektiv gegen Halsschmerzen und Husten, auch bei Kindern. In einigen Fällen ist er sogar wirksamer als herkömmliche Hustenmedikamente. So wurden hier die Symptome sowie der Schlaf durch den Honig eben wesentlich verbessert. Ja, meine Lieben, was machen wir also mit dem Honig und dem Kurkuma? Ganz einfach, wir vermischen den Esslöffel Kurkuma mit den 100 Gramm Honig, vermischen das Ganze zu einer netten Paste und stellen diese dann in den Kühlschrank, um diese abkühlen zu lassen, und fertig ist da auch schon der Spaß. Um die sogenannte Bierverfügbarkeit einfach zu erhöhen, würde ich das Ganze mit etwas Pfeffer, bevor du es in den Kühlschrank stellst, eben verfeinern oder eben auch aufpimpen. Ja, das war es dann auch schon. Am ersten Tag, zum Beispiel bei der Erkältung, nimmst du stündlich einen Teelöffel zu dir, am nächsten Tag dann jede zweite Stunde einen Teelöffel, und das machst du so lange, bis es dir einfach besser geht, bis die Symptome eben abgeklungen sind. Ja, meine Lieben, das wäre es dann auch schon wieder gewesen. Probiere es einfach aus. Probieren geht ja. Überstudieren ist ja mein bekannter Spruch. Ja, probiert es aus. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Lasst mir einen oder mehrere Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und drücke natürlich die Glocke, damit du auch über jedes neue Video informiert wirst. Und schaut natürlich auf meine Webseite bewusstgesundgeosixtlebensmut.at. Auf jeden Fall bleibt mir gesund. Wenn du es noch nicht bist, dann werde auf jeden Fall gesund. Du weißt, das ist sowieso das Wichtigste. Und freut euch auf weitere Videos in den nächsten Tagen, die natürlich auch wieder mit Erkältung oder eben auch noch mit Erkältung und was du dagegen tun kannst, zu tun haben werden, dass ich es gerade noch herausbringe. Also, meine Lieben, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Ich habe euch lieb. Bis bald. Ciao, tschüss und servus, euer Geo.